Hallo und herzlich willkommen zu Wir probieren. Heute mit Pusse! Pusse! Energy Drink. Wurde gespendet von Pussy Drinks Deutschland. Vielen Dank. Pussy Natural Energy, muss man dazu sagen. Ja. 100% Natural Ingredients und oben noch so ein schönes Logo, umsäumt von, wie nennt man das am schönsten? Weiß mit Ranken. So Schnörkeln. So angedeutete Ranken. Erinnert so ein bisschen an die französische Ligue und sowas. Ja, dieser Stil halt. Ja. Sieht nicht schlecht aus, kommt ursprünglich aus UK. Ich hatte ja in einem Text-Review auch schon mal den Clip aus Top Gear verlinkt, ja, wo sich... Throw some pussy over it. Ja, wo sie sich auch drüber lustig machen. Und Doug Walker war ja auch, als er damals in Österreich war, hat sich auch ein bisschen drüber lustig gemacht. Es eignet sich halt wirklich für den Wortwitz, obwohl es... Na, irgendwann ist es halt auch ausgelutscht. Bah! Riecht nach einer interessanten Mischung aus... Passionsfrucht. Ja. Und süß. Ein bisschen Litchi. Guave auch mit dabei, also so in die Richtung, oder auch Mango. Also, Mango ist ja nur süß. Es ist halt so. Ja. Aber also sagen wir mal, wenn man Litchi kennt, ja, dann ist es auch, kann man die Litchi auch rausriechen. Also das ist für mich nach Geruch, nach Definition echt tropisch. Vom Geschmack her, man hat anfänglich diesen leichten Litchi-Geschmack. Es ist schon süß, aber es ist nicht überladen süß, wie zum Beispiel der Rockstar Guava. Kohlensäure entschärft es halt sehr, ist eine sehr grob, perlige Kohlensäure. Und gegen Ende lässt die Süße immer stärker nach, das heißt, es erfrischt auch komischerweise, was ja eigentlich für einen Energy Drink eher untypisch ist. Leider ja. Aber der macht das ziemlich gut. Und es ist, wie du schon gesagt hast, als anfänglich die Litchi, dann kommt das, was du auch rausgerochen hast, kommt trotzdem durch. Also diese Passionsfrucht, die schwingt trotzdem mit. Ja. Und es wechselt sich schön ab. Also es ist nicht alles auf einmal, sondern es kommt da ein Peak, da ein Peak, da ein Peak. Genau. Und es wirkt in sich einfach rund. Stimmig, schön, erfrischend. Schönes Design. Ja. Was erwartet man eigentlich noch mehr? Ja. Wenn sie jetzt noch einen Gummiprömpel rausbringen, dann haben sie es geschafft. Ja, das Einzige, was eben nicht ins... Da ist sogar ein Hauch Kokos. Echt? Ich schau mal gerade. Mhm. Aber ich denke mal nicht, dass der mit drin ist. Ginseng, Schizandra, Ginkgo. Yes, was ist das für eine Zutatenliste? Was ist also Kokos steht nicht. Weiß ich nicht. Lustiges Zeug. Also die haben da wieder das Beste vom Rest da reingekippt. Schmeckst du da so einen Hauch, Kokos, so ein bisschen, gegen Ende, nicht viel? Mm-mm. Vielleicht hing da noch was von gestern in den Zähnen, mal essen. Naja, das Einzige, was irgendwie aus dem Rahmen fällt, ist eben der Name, aber... Sag mal so... Warum sollte man sein Getränk nicht nach einer Katze benennen? Also ja, ist doch okay. Naja, aber das ist halt auch wieder typisch, also... Komischer Name, nehme ich mal mit. Wenn du überlegst, ist Rockstar auch nicht unbedingt so der ultimative Name, ne? Ja. Und es heißt generell, alle Energy Drinks heißen irgendwie total beknackt. Außer der wirklich Energy Drink heißt. Das ist natürlich genial. Energy Drink. Die waren die ganz kreativen Köpfe. Die haben sich so lange gegen das Zeichenbrett geschlagen, bis nur noch das drüber. Was machen wir? Energy Drink. Ja, AOK, Auslandskrankenschein. Das ist super Idee. Ja, aber wenn du es durchgehst, einen roten Bullen, eine blaue Sau, dann gehen also die ganzen ultimativen Tiernamen, die sie durchgehen, in verschiedensten Farben, bis sie irgendwann bei der kunterbunten Miezekatze rauskommen oder sowas. Ja. Und die verschiedenen Schwengelbegriffe, Pussy, weiß der Teufel, was noch alles da gibt. Also die ziehen sich der Namen aus dem Arsch, das ist eine wahre Pracht. Ja, wir haben Spaß. Nee, also, aber geschmacklich ist wirklich schön. Es hat hintergründig auch noch was... Ja. Ich glaube, das könnte die Schizandra sein, die im Hintergrund sind, und der Ginkgo ein bisschen. Das macht es auch nochmal so einen Ticken besonders. Weil Litchi alleine wäre jetzt, glaube ich, nicht so, aber das... Litchi ist halt süß, ähnlich wie Mango. Nicht ganz so krass süß, aber eigentlich der Hauptgeschmacksträger ist halt Zucker. Ja. Ich würde nicht sagen, dass es eine Würze ist, die da mitkommt. Aber doch, sind auch Kräuter drin. Ja, ja. Es ist ähnlich vom Gefühl her, klar nicht der Geschmack, aber ähnlich wie bei Weihwasser zum Beispiel. Also dieses Frische, was da noch im Nachgeschmack mitkommt. Hat auch noch einen Schuss Limettensaft mit drin, sehe ich gerade. Traubensaft, okay. Botanische Kräuter, doch, ja. Ja, also ich habe auch das, also
nicht den Geschmack, aber das Gefühl auch so ein bisschen von allem Dudler. Also weil. Naja, aber wenn ich hier gerade gucke, in welchen Mariendistel 0,1144%, sibirischer Ginseng 0,0456%, Schizandra 0,0448% und Ginkgo 0,0436% und nicht zu vergessen die Sarsaparilla 0,0412%. Ist die Frage, ob das das ist, was du schmeckst. Man weiß es nicht. Also das sind schon so geringe Mengen, dass es schon mal wieder an Homöopathie grenzt. Aber er schmeckt, man sieht es schon daran, dass allein die Dose schon wieder fast leer ist. Ja. Er ist wirklich gut, man kann ihn sich auf jeden Fall holen. Klare Kaufempfehlung von uns. Danke nochmal fürs Zuschicken. Ja. Sehr schön. Könnt ihr gerne nochmal was nachschicken, das werden wir euch auf jeden Fall abnehmen. Und mit diesem Sinne sagen wir nur noch Adios. Ugh.